Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Flat mit Dirk Hilger und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns zusammen den Risikohinweis an. Bitte dieses Webinar nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, dient nur zu Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist sehr wichtig. So, gut, Dirk, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Und, ein Moment noch. Ich wollte natürlich noch auf ein Event hinweisen. Ich werde es mal ganz kurz rüber tun. So, den Stereo Trader Day haben Sie sicherlich schon davon gehört oder vielleicht auch noch nicht. Und dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, Sie darauf hinzuweisen. Mit Dirk selbstverständlich und mit Thorsten Helmich, Orkan Kuyas, Heiko Behrendt. Ist auch schon am 20., also in 10 Tagen. Sie können sich aber gerne noch dafür anmelden. Ich werde den Link gleich entsprechend in den Chat kopieren. Und würde mich sehr freuen, Sie live mal begrüßen zu dürfen. Und können Sie den Dirk auch natürlich dann auch vor Ort viele Fragen stellen. Da freut er sich. Und ja, also nächste Woche ist ja schon nächste Woche. Freitag, genau. Und den Link stelle ich dann gleich rein. Und damit übergebe ich sehr gerne an den Dirk. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, ich fürchte, man kann mich hören. So ist es. Okay. So, dann mache ich hier mal den Bildschirm zuallererst mal an. So, das sollte irgendwie funktioniert haben. Ich meine, jetzt habe ich natürlich hier prompt das Falsche. Und gleich mal umschalten. So, aber nichtsdestotrotz erstmal, also jetzt haben wir hier auch den richtigen. Dann erstmal hallo und herzlich willkommen hier zum Live-Trading-Webinar hier aus Köln. Und schön, dass der Nelson wieder da ist, ne? So lange im Urlaub und traut sich dann hier einfach wieder aufzutauchen und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Das ist schon unglaublich. So, also, wo fangen wir denn da an? Ich habe heute Morgen, ganz ehrlich, ich habe, als ich den, ich setze mich immer morgens raus, erstmal mit dem Kaffee, so, das ist so, dass ich morgens das erste mache, mach mal irgendwie dann auf dem iPad, dann so die Charts auf und habe nur so gedacht, ach du Schande, und das muss ich heute live handeln, was da jetzt halt schon wieder passiert ist. Also ich meine, gestern, das habe ich halt auf dem Blog geschrieben, aus meiner Sicht so ein bisschen Megakatastrophe, also zumindest mal, wenn man halt irgendwie was gesucht hat, was halt ein bisschen weiter als nur kurz rauf und runter läuft, weil wir hatten gestern im Dow, zeige ich auch gleich vielleicht nochmal, wirklich 3 Fehlausbrüche und das ist natürlich schon heftig und dann heute Nacht nochmal, fast die ganze Strecke nochmal rauf, auch nochmal abgelaufen und jetzt schon wieder irgendwie auf dem Weg nach unten. Das ist also wirklich, das ist schon noch nicht mal mehr wirklich einfaches Seitwärts. Das ist ja, also aus meiner Sicht, wie gesagt, echt so eine kleine Katastrophe und deswegen freue ich mich da jetzt heute nicht gerade besonders, dass ich diesen Markt hier heute vor der Nase habe und ich schätze mal, da bin ich auch nicht der Einzige, der da irgendwie gestern ein bisschen mit überfordert war mit der Situation. Und da fragt sich wahrscheinlich so ziemlich jeder, was soll das denn werden? Und ich habe jetzt halt auch schon hier und da gelesen, so ja, am besten mal irgendwie eine lange rote Tageskerze runter. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich habe auch jetzt mal zuerst mal das Bild vom Daily aufgemacht, was auch hier die Grundlage von meinem Blog ist, nur um das halt auch mal kurz zu zeigen, wo wir da überhaupt stehen, weil gerade wenn dann halt solche Bewegungen sind im Stundenchart oder egal, in allen Timeframes irgendwo darunter, denen man eigentlich nichts mehr zuordnen kann, da sollte man unbedingt mal eine Etage höher gehen und deswegen hier halt mal den Daily. Jetzt mal, ich bespreche jetzt einfach mal beide, auch wenn ich mich jetzt gleich nur auf den DAX konzentrieren werde. Aber die beiden hängen ja natürlich trotzdem zusammen. Was man halt hier natürlich sieht ist, also hier, was halt hier markiert ist, das sind die Außenstäbe immer und rot entsprechend natürlich für Short und hier die blauen halt für Long. Und da sieht man halt schon recht gut, dass wir hier ungebrochen eigentlich Long unterwegs sind. Also auch wenn wir jetzt hier
eine Tageskerze haben, die halt, jetzt mal als Beispiel im DAO oder im DAX eben genauso, wenn wir auch hier jetzt Tageskerzen haben, die jetzt erstmal ein bisschen nach unten drücken, ja, was man aber natürlich sieht, ist halt einfach, wir schweben hier einfach nur in gestern rum. Mehr ist das nicht. Wäre das jetzt eine Stundenkerze, würde man sagen, dann klar, gehe ich mal long und warte, bis das Ding nach oben rausrennt. Ja, weil wir haben halt hier die ganze Zeit immer die Fortsetzung einfach von bullischen Tageskerzen hier in der Form und mehr ist es halt nicht, ne? Und deswegen, ich bin da noch nicht überzeugt davon, dass das wirklich nach unten geht und schon gar nicht davon, dass es halt nachhaltig nach unten geht und wir jetzt halt hier irgendwie eine Korrektur anfangen, auch wenn es im DAO gestern so ein bisschen so ausgesehen hat. Aber für meine Begriffe ist das eher so die Suche nach einem geeigneten Level, um halt wieder nach oben weiterzulaufen. Und da muss man halt jetzt einfach mal gucken, wo. Weil ich glaube, also in der Regel ist es ohnehin so. Und das sieht man auch in den kleinen Timeframes. Wenn man halt zum Beispiel Außenstäbe hat, ja, der geht dann nicht mal einfach darunter, bricht den und rennt dann in die andere Richtung weiter. Das wird immer oder fast immer gezackere, entsprechend an den Grenzen. Und das sind wir halt hier. Und da war gestern die 766, also oder hier jetzt 733, was da halt angezeigt wird. Da ist halt einfach nur da halt nochmal Support gewesen und da wird es sich jetzt möglicherweise der DAO halt nochmal hin aufmachen und vielleicht geht es da auch mal drunter. So, aber wer sagt uns denn, dass wir hier nicht einmal kurz auf die 664 dippen? Ja, das ist ja halt eine Linie, die ich halt hier auch schon ein bisschen länger drin hatte und wo einfach durchgelaufen ist und uns da einfach jetzt mal den Support holen und dass wir eine Tageskerze kriegen, eine von der Sorte, die halt letzten Endes eine lange Lunte hat und dann aber halt eben entsprechend bullisch nach oben schließt. Also sieht man ja durchaus mal öfters. Man weiß halt nie, was die für einen Plan haben, die Jungs da drüben oder auch die Mädels. Und von daher sollte man damit halt eigentlich immer rechnen, dass das Ganze halt, oder sage ich halt auch immer, was wir hier haben als Tageskerze, ist ein Platzhalter. Und was es werden wird, das sehen wir heute Abend um 22 Uhr. Und möglich ist alles, ja. Dann kommt nachher wieder irgendein Trump-Tweet, mal als Beispiel. Und dann haben wir genau das Ding, dass nämlich halt hier einfach die Lunte draufsteht und wieder oben enden, ja, oder irgendwo da oben dazwischen. Da wundern sich wieder alle irgendwie 500 Punkte long. Wie konnte das denn passieren? Und aber letzten Endes, wenn sowas kommt, es ist eigentlich nur plausibel. Und das muss jetzt nicht halt natürlich heute so kommen in dieser Form. Aber wenn es dann halt kommt, ist es halt einfach ein Bild, was mich jetzt nicht wirklich erstaunen würde. Und genauso gut kann es auch in zwei Etappen sein. Das heißt, wir laufen einmal hier runter und klemmen uns dann hier oben wieder fest, irgendwo bei der 766. Dann ist nichts passiert. Dann schweben wir immer noch sogar in gestern im letzten Außenstab hier, auch wenn das nicht wirklich einer war. Und beziehungsweise hier nur ganz knapp. Und dann ist eigentlich wieder nichts passiert. Und das kann so kommen. Natürlich kann es auch genau andersrum kommen. Aber deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ne, war mein erster Eindruck heute Morgen so, ach du Schande, das soll ich jetzt handeln, weil genau die zwei Dinge haben wir jetzt. Also, dass wir hier einfach nur runterlaufen, dass hier wir einfach irgendwo hier schließen mit einer roten Tageskerze im DAO, das glaube ich nicht. Ja. Die Frage ist jetzt halt nur, wie weit hilft es jetzt hier um 9 Uhr, ne, weil wir fangen ja hier gerade erst den Tag mal an und von daher ist das jetzt hier gerade um diese Uhrzeit alles andere als einfach. Und im DAX haben wir genau das Gleiche. Hier auch gestern nochmal einen neuen Außenstab. Mehr ist nicht passiert. Und hier ist die Eröffnung von gestern, also die 163. Da haben wir halt irgendwie, die gibt es ja auch schon ein bisschen länger hier im Bild. Da ist er letztens dran gescheitert, beziehungsweise einmal abgeprallt und dann nochmal unter die 113. Und dann gab es ja halt diese Long-Geschichte. Das waren die NFPs. Da hatte ich ja auch gesagt, das Ding sehe ich halt eher weiter long. Und Grenze war hier oben die 187. Da habe ich auch gesagt, das ist erstmal der Exit. Mal wie man sieht, da ist er halt drüber hinausgelaufen. Und wir haben gestern, das sieht man gleich im kleinen Bild, mit den Amis dann halt hier noch auf der 187 sogar aufgesetzt. Einmal kurz. So, und da ist jetzt genau das Gleiche. Ist die Frage, war es das jetzt? Holen wir uns die nochmal, versuchen wir uns eine Etage tiefer. Und dort wären wir halt nochmal bei der 163. Ja, und genauso möglich, dass wir da jetzt zur Öffnung mal hinlaufen und dann halt wieder zurück.
Das wäre so ein bisschen mein präferiertes Szenario, was dann nachher wird. Das steht natürlich auf dem anderen Blatt, aber das ist eine Strecke, die ist machbar, auch zur Eröffnung, weil das sind halt hier gerade mal irgendwie 50 Punkte, die er da runter müsste, beziehungsweise nur 40. Und mal ausgehend davon, dass man nicht so eine verheerende Vola, wenn man das überhaupt so nennen kann, gestern, wenn wir nicht nochmal sowas bekommen. Und dann wäre das halt zumindest eigentlich relativ leicht in einer Stunde auch machbar. Also einmal darunter und dann halt wieder zumindest mal über die 187 drüber und dann halt mal gucken, was halt passiert. Und alles darunter in dem Bereich 163 bis 113, da sollte man dann, und das werden wir gleich mal machen, nach Supports entsprechend Ausschau halten. So, wohin hier oben? Also maximal, das hatte ich halt auch mal irgendwann letzte Woche geschrieben, einfach, wenn man nämlich diese inverse SKS, die wir hier halt nun mal haben, wenn man die halt mal hochrechnet von der Strecke und dann landen wir halt bei 410. Und das wäre auch so das Maximum, was da halt auch erreichbar wäre. Und aber es ist halt immer die Frage, bis wohin korrigiert es. Ja, ich meine, das ist ja immer die Frage. Und ich werde jetzt einfach mal gucken, ob wir halt hier irgendwelche Clusterungen finden im kleineren Timeframe, um die Geschichte genau mal aus der Perspektive entsprechend anzugehen. So, da fragt jemand, wie kann man die Außenstäbe anzeigen lassen? Das geht per Standard nicht. Das ist ein internes Tool von meiner Seite, mit dem ich auch unter anderem meine Levels berechne. So, ich muss hier jetzt nochmal switchen. Ich mache hier gerade mal was zu. Mein Bildschirm ist jetzt kurz angehalten. Ich muss hier nur gerade mal den VPS nochmal wechseln. So. Okay. So, also die 163 habe ich hier mal eingezeichnet, auch die 187. Ich zeige es mal hier im Stundenchart halt auch nochmal. Und was halt natürlich hier auch massiv auffällt, wenn man halt entsprechend den Future hat oder halt auch das VPROC-Add-on, wo man das ja auch angezeigt bekommt, das ist, wir haben hier ultra schlappes Volumen. Also wir hatten irgendwie letzte Woche am Freitag irgendwie 42.000 Kontrakte, gestern waren es nur 38.000 und trotzdem steigt die Geschichte. Das heißt, hier muss eigentlich auch nur einer mal auf einen normalen Knopf drücken und dann geht diese ganze Geschichte schon deutlich tiefer runter. Und weil klar, wenn halt so wenig Volumen ist und das Ding steigt und wir kriegen einmal normales Volumen und dann wird halt das, was sich jetzt hier angesammelt hat, an Orders, die da halt im Markt sind, das wird halt nicht viel ausrichten können. Das ist halt klar. Und das ist immer das Gefährliche, wenn man mit schlappem Volumen halt nach oben will. Das funktioniert halt nicht. Und deswegen sollte hier halt auch konsequenterweise dann heute auch mal ein Rücksetzer kommen. Und wenn er nicht kommt, dann kommt er auf höherem Level und dann wird er halt die ganze Geschichte hier halt auch in einem Rutsch ausradieren. Und das ist immer so die Gefahr dabei, die man halt eben hat, wenn man mit schlappem Volumen halt nach oben geht. So, also hier diesen beiden Levels, hier sieht man es ja, die 187 hatten wir hier gestern. Mit den Amis halt noch einmal kurz unter das Kassa-Tief war das an der Stelle. Nochmal kurz drunter gedippt. Hier haben wir die Eröffnung bei der 163 etwa. Und da ist jetzt halt die Frage, reicht das hier? Aber das ist halt sehr, sehr oder recht plausibel, dass wir das halt nochmal kriegen, weil hier oben sieht man ja auch, wir haben zwar halt irgendwie hier unten gedippt, aber keine neuen Hochs gemacht. Und ich gehe da halt bei so einem Bild immer davon aus, dass es halt dann auch keinen weiteren Run da oben drüber gibt. Weil wenn das Level nicht gereicht hat im ersten Anlauf, warum soll es reichen im zweiten Anlauf? Weil offensichtlich war auch das nicht tief genug. Jetzt kann es natürlich sein, dass halt heute sich irgendwie alle was ganz anderes überlegt haben. Das wäre aber dann eher die Ausnahme. Deswegen würde ich halt schon mal gucken, dass wir den da unten irgendwo eingefangen kriegen. Und da jetzt auch mal die erste Viertelstunde jetzt erstmal verstreichen lassen von der Eröffnung, um dann halt mal zu sehen, ob wir hier unten Reaktionen haben. Bei Clusterungen, habe ich ja gesagt, würde ich halt suchen. Hier sieht man es ja halt auch, also zumindest im Stundenchart haben wir hier ganz klar eine Clusterung, hier einen Widerstand, wo er nicht drüber gekommen ist. Und dann erst im zweiten Anlauf und den halt hier getestet. Das war natürlich ein recht einfaches Level dann halt auch gestern Abend. Und die Frage ist jetzt, ob das reicht. Ob das für Kassa dann auch interessant ist, da halt hinzulaufen. Und
ob das dann wirklich reicht, um halt das oben noch mal anzugehen. So, also die Kasse hat auf. Hier oben ist Kassaschluss von gestern. Da wäre es halt gut, wenn er da überhaupt gar nicht erst drankommt, sondern eigentlich direkt wieder umdreht. Aber schon passiert, weil jetzt kann es nämlich sein, dass wir noch ein paar Meter weiterlaufen und erstmal nochmal die Hochs testen, bevor es dann halt runter geht. Aber wie gesagt, dass wir direkt da oben durchlaufen, glaube ich halt noch nicht dran. Gut, so, viel mehr kann ich zu dem im Moment auch gar nicht sagen. Was halt auch so ein bisschen damit reinspielt, das sieht man jetzt hier nur leider nicht, da müsste ich den zweiten Chart hier aufmachen. Moment, das kann ich ja auch mal irgendwie immer parallel versuchen. So, ich gucke gerade mal auch auf das Sentiment, habe ich mir vorhin auch mal angeguckt. Und das ist, war eben recht ausgeglichen. Ist auch immer noch so. Also wir haben 60%, also bei Arriva gucke ich das halt eigentlich immer, 60% haben wir halt auf der Short-Seite und 40% auf der Long-Seite. Hilft uns also auch gar nicht, weil das ist nichts anderes als 50-50. Und erst wenn wir da halt massiv in eine andere Richtung gehen und dann kann man das eigentlich als Indiz dafür nehmen, dass es da halt nicht so ohne weiteres weitergeht. Aber nicht immer als Indiz dafür, dass es genau in die andere Richtung läuft. Das ist halt auch, das stimmt so halt auch nicht. Das war, hat man ja auch am Freitag, glaube ich, gesehen, Freitag oder Donnerstag, wo ich dann irgendwie long war und das Sentiment war auch irgendwie 70, 80% long. Und das ist aber nicht immer unbedingt Indikator allein. Da sollte man schon natürlich gucken, dass halt so ein paar Geschichten dann halt auch zusammenpassen. So, also hier am Gap gibt es doch ein bisschen was auf die Mütze. Den DAO beobachte ich natürlich auch parallel. Der ist schon wieder bei 812, was auch so ein bisschen seine Scheidemarke da halt ist, zumindest mal kurzfristig. Aber das ist halt hier. Also für Short, jetzt hier an der Stelle, könnte natürlich sagen, ja, man geht hier Short und guckt dann halt mal, was passiert. Könnte passen. Also, weil wir haben hier halt hier oben auch jetzt, das ist natürlich jetzt über Nacht betrachtet, haben wir halt die letzten Supports hier oben auf dem Level. Das kann ich auch mal irgendwie zeigen. Und falsche Farbe. Ja, hier stehen so die letzten Kerzen irgendwo drauf. Auch hier war das gestern der Support entsprechend Intraday. Und ja, die hat jetzt halt ganz genau angelaufen. Ne? Sieht man hier. Also das war halt zur Kassa dann der letzte Support. Und von daher macht es schon Sinn, auch wenn ich kein Fan davon bin, irgendwie den Kassaschluss anzulaufen und dann umzudrehen, weil es halt selten gelingt. Aber hier hätte es jetzt ja an der Stelle ja wirklich gepasst. Zumindest mal irgendwie für ein paar Punkte im ersten Anlauf. Aber plausibel ist es halt natürlich schon. Aber mir wäre halt, das wollte ich halt gerade sagen, ich wäre halt eher ein Freund davon gewesen, dass wir das halt ein bisschen übertreiben. Zum Beispiel hier oben halt an die Eröffnung und dann dort halt erstmal umdrehen. Da liegen wir so 20 Punkte etwa drüber. Hätten halt hier wirklich die allerletzten, auch von gestern, auch wenn es hier nur der M15 ist, wäre halt auch entsprechend das VAH von gestern, also das Value Volume Area High, einen kleinen Sprachfehler heute. Und das wäre mir eigentlich schon ein bisschen lieber gewesen und wäre natürlich auch entsprechend knapp da oben vor den Hochs an der Stelle. Aber mal gucken, kann ja noch kommen. Das sind ja gerade erst mal 5 Minuten um. Und das auch nur hier in der kleinsten Range an der Stelle, also das wäre halt so eine Geschichte, wo ich halt sage, und muss ja nur ab und zu mal was checken. Ich jetzt sage, da würde ich halt dann auch irgendwie versuchen, dann eine Position dann halt irgendwo zu finden, wenn er mich dann da oben überhaupt noch abholt. Und kann natürlich jetzt auch sein, dass wir jetzt halt hier direkt runtergehen, aber
Schöner wäre es halt andersrum, zumal wir jetzt hier halt auch irgendwie eine Range gebildet haben, so die letzten Stunden. Und wenn wir da einmal in der falschen Richtung rauslaufen, bevor es in die richtige Richtung dann halt weitergeht. Und auch wenn man das halt mal markttechnisch betrachtet, würde man halt auch sehen, wir haben halt hier ein Hoch, höheres Hoch, aber dann ein tieferes Tief, kein neues Hoch. Auch das wäre halt eine passende Fortsetzung an der Stelle, um da halt ein bisschen tiefer zu kommen. Und nur weil ich hier den, jetzt den, das ist der AMA 200 im 15, auch wenn der da liegt, ja, der ist jetzt nicht wirklich relevant, ja, jetzt irgendwie als Entscheidungsmarke. Es ist halt nur, man sieht bei dem jetzt zum Beispiel deutlich, deswegen habe ich den da auch hier mal eingezeichnet, das wäre halt knapp über dem Low von gestern. Ja, und das ist natürlich immer so ein Punkt, auch natürlich markttechnisch oder beziehungsweise der Markt zeigt es ja dann auch, dass halt dann versucht wird, natürlich das letzte Low möglichst nicht zu erreichen und dann dort halt wieder umzudrehen. Deswegen glaube ich, dass wir hier eine Reaktion kriegen werden. So, wie viel die halt sein wird, weiß ich nicht. Aber für, genau für sowas, da finde ich dann halt immer so ein EMA dann recht hilfreich. Und weil das dann halt dann oft so der Punkt ist, der dann natürlich auch sehr gerne genau angelaufen wird und wo es dann halt reagiert. Aber meines Erachtens eben nicht, weil dort der EMA liegt, sondern weil der EMA knapp über dem Low liegt. Und das ist dann natürlich eine Geschichte, die passt dann halt auch zusammen. So, aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich will auf jeden Fall mal die ersten 15 Minuten abwarten. Außer, wie gesagt, der holt mich jetzt da oben ab. Und dann ist okay. Dann würde ich den sofort machen, aber ansonsten würde ich die jetzt erstmal verstreichen lassen. Dann haben sich halt mal die ersten hier im Markt platziert. Und dann sehen wir halt, wie die Geschichte dann hier halt auch weitergeht. Oder beziehungsweise ich hoffe, dass wir dann halt ein bisschen mehr sehen können, weil es natürlich wirklich eine Situation hier im Bild, die halt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen gruselig ja auch ist. Hier so auf der Seite treten, irgendwo auf hohem Level. Und das ist entsprechend nicht so ganz einfach. Gestern war es eigentlich einfach, ja, wenn man nur ein paar Punkte mitnehmen wollte, konnte man eigentlich hinlegen, wo man wollte. So musste nur irgendwo auf den Knopf drücken, wenn die ganze Geschichte dann im Plus war. Mehr war es dann halt am Ende nicht. Außer, wie gesagt, man wollte laufen lassen. Also ich wollte halt laufen lassen. Ich dachte, wir gestern so, wir rennen oben raus. Gut, war da nichts. Ich bin dann halt tatsächlich irgendwie mehrfach dann halt mit einem kleinen Minus rausgeflogen. Und aber gut, so ist es halt. Aber der Ansatz war dann halt jedes Mal richtig. Aber dass es dann halt nicht weitergeht, weiß man ja vorher natürlich nicht. Und vor allen Dingen so ein Ding wie gestern halt mit, wie gesagt, Fehlausbrüchen an allen Ecken, das kann man auch meines Erachtens nicht wirklich kommen sehen. Tja, Unu, irgendwelche größeren Vorschläge oder Dinge, die ich übersehe? Ich bin natürlich auch immer alle offen für Input. Wenn es also irgendwas Gravierendes gibt, wo man sagt so, ey, das musst du doch sehen, hier, diesen, das und jenes. Immer her damit, gucke ich mir gerne an. So, wo hast du die Linien Stock Market und Open Close her? Einfach hier über das Panel. Das kann man ja einfach hier unten einschalten, hier bei Symbol, da wird es ja angezeigt. Ja, kann man ja ein- und ausblenden. Und da sieht man ja halt, wo Kassaschluss war, Future Open und so weiter. So, was die 12.229 im Weekly? Ja, ich weiß, das ist natürlich das Vorwochenhoch, tippe ich mal. Ne? Beziehungsweise, ne, hier ist das Vorwochenhoch. Ja, und das ist halt knapp drüber. Ich weiß. Aber es ist halt, also auch hier nochmal im Daily, ne? Ich weiß es nicht, ne? Also mir, ich hätte halt gestern auch irgendwie drauf wetten können, deswegen war ich da auch so locker bei meinem Long, dass wir zumindest mal irgendwie die 264 da irgendwo abschießen, weil die ist, wäre halt für mich ein bisschen relevanter. Am liebsten wäre ich gestern auf die 329 gelaufen, aber der dreht da für meine Begriffe da irgendwo im Nirgendwo. Also ich kann diesen Punkt nicht zuordnen, die 240, nicht nach meinem Ansatz. So, aus dem Juli, okay.
Wieso so weit oben erst Limit Short? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Ich meine, klar, man hätte natürlich auch hier reingehen können, weil ich eben, ich bin kein Freund davon. Wenn das Kassa Gap geschlossen wird, in fast allen Fällen laufen wir da halt 10, 20 Punkte nochmal drüber. Und es war halt eben jetzt genau hier bei der 220. Und deswegen war mir der Punkt nicht geheuer. Und wie ich auch gesagt habe, hier oben haben wir das VAH von gestern, was da halt eben auch noch mit reinspielt. Und das ist, aber das so einem Braten hier traue ich irgendwie nie. Das ist, weil es halt eben, wenn du da halt mal guckst, Ingolf, in die Vergangenheit, da wirst du halt echt sehen, und das haben wir auch schon in Webinaren ganz oft gehabt, wo ich dann gemeint habe, wenn es zum Beispiel in einer anderen Richtung war, wenn wir hier das Kassa Gap zumachen, ist es nicht gut, weil wir dann meistens drüber laufen. Das hat auch wirklich fast immer gestimmt. Und jetzt hat es halt heute mal nicht gestimmt, okay. Aber das ist eben der Grund, warum ich da nicht direkt Short reingelaufen bin an der Stelle. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite klar, was man hier auch so ein bisschen übersieht, da hast du natürlich auch recht, das ist ja keine Strecke. Ja? Also das sind irgendwie, eigentlich waren es jetzt 9 Punkte mehr. Und das täuscht natürlich auch hier jetzt so ein bisschen vom Bild, weil wir gestern einfach quasi ja keine Wohle hatten. Das ist überhaupt nichts passiert von der Strecke her. Und vielleicht einfach mal anders skalieren müssen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, gut, kann man auch hier entsprechend mehrere Positionen dann halt auch aufbauen. Aber das wäre jetzt halt einfach so der Premium gewesen an der Stelle. Aber mal gucken, wie die M15, wie der hier endet. Gucken, was das wird. Man sieht ja, zack, hat er immer noch an der Eröffnung rum und kann tatsächlich immer noch auch nach oben laufen. Vielleicht ist er ja so nett und holt mich noch ab. So, habe ich den jetzt hier ausgeschaltet? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Schalten wir die doch noch mal ein. Ja, der Markt ist sehr entschlossen heute. Stehen einfach hier auf der Stelle. Und am Sentiment ändert sich irgendwie auch nichts. Bleibt auch alles gleich. Ich würde halt jetzt eher versuchen, wenn wir jetzt hier mit dem M15 ein bisschen tiefer schließen und wir einen Rücklauf kriegen in Richtung Eröffnung, dann eher den halt noch mal kurz davor versuchen zu erwischen mit einem ganz kleinen Stop dann. Aber wir haben noch 1 Minute. Da ist alles möglich immer noch. So, ich habe gerade die anderen Geschichten natürlich auch so ein bisschen im Auge. Der Dow mit seiner 800. Man kann sie auch nicht mehr wirklich sehen, ohne dass es schmerzt. So, was man hier natürlich halt auch sieht im Stundenchart, das ist halt hier. Diese Bremse, ne, die ist natürlich jetzt auch nicht so wirklich ohne, weil gestern irgendwie nach dem Dip hier gehalten, dann heute Nacht wieder gehalten, die ganze Nacht, eben um 8 Uhr auch wieder. Also hier bei 12.200, das scheint irgendwie, warum auch immer, wichtig zu sein, für den DAX da irgendwie oben drüber zu bleiben. Da sieht man, das wird immer gekauft, immer wieder. Aber irgendwann wird es halt eher nicht mehr halten, aber. Dazu braucht man dann natürlich auch ein bisschen Schwung, mit dem man halt von oben nach unten kommt. So, hier mit 2,9. Da mal halt auch im Stundenchart auch die letzte Stütze da oben in dem Bereich.
Ja, hier ist die letzte 2.6, 2.9. Hier die letzte Eröffnung 2.8. Ja, das ist halt schon auch das Level. Ne? Ja, mal gucken. Im Zweifelsfall habe ich ihn halt verpasst. Ist dann halt so. Aber ich würde tatsächlich ja ohnehin eher Long suchen als Short. Noch. Ne? Auch klar. Weil wenn wir natürlich irgendwie Volumen in die völlig andere Richtung kriegen sollten. Und dann werde ich die Idee natürlich halt auch verwerfen. Aber ich habe ja vorhin ja auch gezeigt, warum das so ist, beziehungsweise der Grund, warum ich da halt eher auf der Suche nach Long als nach Short bin. Und solange die Kriterien halt gegeben sind, gibt es da halt irgendwie wenig Grund, davon abzulassen. Nur wenn wir natürlich dann irgendwie eine Tageskerze heute kriegen, die irgendwie 300 Punkte nach Süden zeigt, dass ich dann halt mich nicht mehr da Long suche, ist halt auch klar. Ne? Aber ich kann ja halt eben nur beobachten, was passiert und daraus meine Schlüsse ziehen und sollte halt nicht unbedingt da halt irgendwo meine Meinung irgendwie dem Markt auferlegen wollen. Das funktioniert nicht, das ist nur teuer. Das ist klar. Deswegen kann es natürlich auch immer mal passieren, dass wenn ich halt, das haben wir auch schon gehabt, irgendwie abends irgendwo einen Ausblick geschrieben habe, der dann irgendwie in eine Richtung war und den musste ich ja morgens um 8 Uhr revidieren, weil dann über Nacht einfach schon das Bild ein anderes war. Und ich habe ja nicht irgendwie, bin ja kein Wahrsager, der dann halt irgendwie sagt, das und das passiert. Ich sage ja immer nur, hier sehe ich das, das und das und das ist typisch und ob das dann so kommt, das weiß ich nicht. Aber den Versuch kann man natürlich dann halt schon starten, wenn man halt weiß, in der Regel passiert es dann halt. So, hier geht es wieder nicht weiter bei der 12.2. Ach, was ein Markt. Ja, aber ich habe es ja so ein bisschen befürchtet, dass das halt ein ziemliches Gezackere hier werden kann. Und auch die, ne, ich habe ja gerade gesagt, wenn die M15 tief genug schließt, dann würde ich mir da halt eher kurz vor der Öffnung nochmal irgendwie Short suchen. Aber die schließt halt nicht tiefer. Ne? Man sieht es ja hier. Die schließt einfach nur nochmal auch hier in dem Mittelfeld, wo die letzten Supports dann wieder waren. Das reicht nicht. Also wenn die hier unten drunter irgendwo geschlossen hätte, ja, jetzt hier bei unter der 12.2 und wir dann diesen Rücklauf hätten, da hätte ich sofort gesagt, okay, rein. Ich meine, das kann zwar jetzt zwar auch funktionieren, aber ich habe da einfach kein gutes Gefühl dabei, ehrlich gesagt. Weil das halt hier, wenn man halt die Lunden und Dochte mal weglässt, wir schweben hier einfach in der Range im Nirgendwo. Und das ist halt einfach ungeil. Das ist einfach kein Bild, was irgendwas aussagt. Und hier stützt es halt jetzt schon wieder, zum Beispiel wieder hier entweder Käufer oder Short-Auflöser auf dem Plan. Stundenkerze hat schon wieder die Farbe gewechselt. Deswegen, das läuft halt alles nicht wirklich schön in eine Richtung. Man sieht ja halt auch, ne, das hat irgendwie nicht mal. Ich nenne es immer Bums halt. Man kann man ja so sagen, dass das einfach kein Bums drin ist, wo man halt mal sieht, so, zack, da sitzt jetzt einer, ein Verkäufer oder ein Käufer, der den Markt wirklich mal in eine Richtung halt drückt. Und es ist einfach nur hin und her gewackelt. Und dann halt sich mal irgendwie auf eine Richtung festzulegen, also die dann halt auch mal ein paar Meter laufen kann, da bräuchte es halt einfach mal ein bisschen mehr Bums dahinter, so dass man jetzt sieht, so, ey, da ist ein Level und da plopp, kommt da nicht mehr drüber, plopp, 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 wo es dann immer wieder verkauft wird. Und dann kann man so ein Level auch handeln und dann halt mal versuchen, dann nach unten durchzukommen. Aber es ist halt irgendwie nicht wirklich da. Und wir reden hier jetzt gerade irgendwie immer über irgendwie 3, 4 Punkte rauf und runter. Also, da bräuchte es jetzt schon wirklich mit Schwung, ja, dass man jetzt sieht, so, wirklich innerhalb von ein paar Sekunden, wo dann es richtig runter geht
und wenigstens mal halt irgendwie so 10, 15 Punkte am Stück und dann vor allen Dingen halt auch da stehen bleibt. Und dann hat man natürlich ein anderes Indiz dann auch, wo man dann erkennen kann, da ist erstmal jemand aktiv, der da was abbauen will. Und da kann man sich dann natürlich auch dranhängen. Aber das hier rauf und runter, das bringt halt nichts. Und das meine ich halt eben auch, das kann ich auch mal kurz machen. Sekunde mal eben. Weil hier gibt es ja momentan erstmal nichts zu tun. Ich schnappe mir mal gerade den DAO und zeige doch mal kurz, was ich da gemeint habe. Was das halt angeht. So, Moment. Also, hier mal im Stundenchart. Da sieht man halt gestern, oder beziehungsweise in gestern, das war halt eigentlich genau so eine Bewegung. Ne? Hier unten war halt, das war ein Dip auf die 812, die ist, na doch, hier ist er eingezeichnet. Die habe ich tatsächlich auch long gehandelt. Und dann ist er ja halt auch ganz mies mit der nächsten Kerze, papp da oben drüber. Und ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, ja, dass das ganze Ding nochmal nach unten kommt, ja, weil was ist das für ein Bild? Also schließt dann da oben drüber, hält sich dann ja auch eine Zeit lang und fällt dann einfach wieder unten durch. Und aber hier hatten wir aber genau den Effekt, dass wir halt hier, auch das sieht man natürlich jetzt hier nicht mehr, aber im 15 hat man es sehr schön gesehen, dass wir da halt einen Käufer hatten, der dann halt immer wieder nach oben gedrückt hat, oben geschlossen, zack, und das wirklich nach oben gedrückt hat. Und dann hätte ich darauf wetten können, so, wir laufen jetzt da oben durch oder setzen mal kurz hier auf die 877 auf oder einfach nur hier auf den letzten Widerstand rennen dann weiter. Was macht der DAO? Fällt einfach durch. Ja, und das ist halt eben, was ich meinte. Hier kleiner Fehlausbruch Unterseite, Fehlausbruch Oberseite, noch ein Fehlausbruch auf der Unterseite und nochmal da oben hin. Das ist halt Katastrophe. Aber nichtsdestotrotz, ja. So eine Bewegung bräuchte man dann halt. Und wo man dann halt was draus ableiten kann, dann kann man ja immer noch rausgehen und sagen, ich traue dem Braten nicht oder wie auch immer. Aber das, allein das hier, Chaos, ja, also für meine Begriffe, das ist schon ein bisschen heftig. So, was haben wir nun hier? Ja, ich kriege hier schon Mitleid für den Markt, den ich hier habe. Wie weit liegen bei dir Stop und TP? Das kommt halt drauf an, wie ich in den Markt halt reinkomme. Ne? Also ich meine, am liebsten Stop-Loss, vorher waren es mal 7 Punkte im DAX. Mittlerweile bin ich da wieder standardmäßig auf 10, teilweise sogar 15. Aber im Endeffekt, das kann man ja halt so nicht dran festmachen. Ne? Ich meine, ich könnte jetzt auch hier einfach short gehen. Und aber dann kann ich ja nicht mit 10 Punkten Stop. Dann muss ich sagen, gut, mein Stop, der liegt hier oben drüber, über dem letzten Hoch. Weil ich muss ihn ja nach dem Markt natürlich halt anpassen, klar. Und deswegen halt immer so mit einer pauschalen Stop- und TP-Setzung, da sollte man schon auch die passende Strategie dafür haben, aber halt dann irgendwie halt nach solchen Levels handeln, funktioniert dann halt nicht ohne weiteres und damit. So, jetzt haben wir hier zumindest, ne, mal ein bisschen Druck drauf, wo es dann halt hier halt auch mal stehen bleibt. Erstmal. Ja, das heißt, hier sieht man, es schiebt nicht ohne weiteres dann jetzt auch wieder hoch. Auch wenn ich jetzt hier im M15 bin, wo man es natürlich nicht so genau dann halt nochmal in Minutenabschnitten sieht, aber ich mir ist ja im 15 lieber, um da halt mal ein bisschen größere Richtung halt auszuloten. Ich kann ja mal den Minutenchart mal hernehmen. So, aber da sieht man jetzt halt, da ist jetzt scheinbar jemand im M1, also im Minutenrhythmus zumindest unterwegs, der hier keine neuen Hochs zulässt und den Markt halt runterdrückt. Das wird man jetzt daran sehen, wenn er zum Beispiel jetzt hier wieder hinläuft, genau an die Stelle und es direkt wieder runterdrückt. Ja, und dann kann man halt schon ein bisschen eher davon ausgehen, okay, da ist halt jemand aktiv. Ja, genau das, wie wir es jetzt halt gerade gesehen haben. Hier einfach nur die Grenze von der Minute hoch und dann zack, nächstes Tief. So, und wenn man umgekehrt, wenn man sowas halt auch sieht, sollte man auch nicht unbedingt long gehen. Nur weil da halt irgendwie ein Level ist, sollte man dann mal abwarten, dass das, was halt hier dann passiert,
dann halt auch mal nachlässt wieder. Ne? Und dass wir halt hier eine Verletzung kriegen von der Stelle, wo es immer wieder gedrückt hat. Dann brauchst du dazu auch nicht unbedingt einen Footprint, sondern man sieht es ja auch so, ne? Dass es halt immer da drückt. Mit höherem Momentum. So, und dann liegt dann wahrscheinlich halt auch höheres Volumen dann halt dahinter. So, irgendwas hat er also hier vor. Mal abwarten, bis der fertig ist. Oder die. Ich will hier niemanden diskriminieren, schon gar nicht die Frauen, von denen wir sowieso viel zu wenig haben im Trading. So, was man natürlich aber auch oft sieht, muss man dann abwarten, muss jetzt nicht irgendwie, man könnte ja sagen, na gut, gehe ich hier oben long, wenn er da drüber geht, so einfach ist es dann auch nicht. Oft ist halt eben auch so, dass ein Level mal kurz irgendwie angetestet wird und dann geht es dann halt in die andere Richtung weiter. Also sollte man dem immer schon ein kleines bisschen Zeit lassen. Aber trotzdem sieht man jetzt hier erstmal schön, dass da irgendwas läuft. So. Mein Kollege Heiko wäre wahrscheinlich hier längst short und wird einfach nur den Stop nachziehen. Aber ich versuche ja halt hier immer ein paar Sachen einzufangen, die dann halt auch ein paar Stunden durchhalten und nicht nur ein paar Minuten. Ich versuche ja halt immer, und das kann ich halt auch nur noch mal immer wieder betonen, dass das, was halt ich entsprechend an Levels in meinem Blog habe, dann auch hier in die Tat umzusetzen, auch wenn es eben dazu führt, dass es nicht unbedingt während des Webinars dann halt noch aufgeht, aber in der Regel dann halt schon generell aufgeht und man eben halt ein bisschen Geduld auch schon mal mitbringen muss. So, muss mal einen Schluck trinken hier, sorry. Was haben die waagerechten roten und grünen Balken? Ach, die hier. Das ist das Orderbuch. Das ist aus dem Future. Das ist ja hier auch eine Besonderheit, die wir bei FX Flat haben. Das heißt, ich kann ja hier den Future drunter mappen. Also ich habe zwar hier den CFD. Mir ist das mittlerweile schon so selbstverständlich, dass ich das schon gar nicht mehr erwähne. Aber wir haben ja halt hier generell den CFD, den DAX CFD. Aber der Future ist dahinter gemappt. Ja, also das heißt, umgerechnet. Und ich habe halt hier das Orderbuch aus dem Future auf dem CFD drauf. Das heißt, auch das Volumen hier, alles, was ich sehe, das ist alles der Future. Und genauso natürlich das Orderbuch, weil gibt es ja nicht im CFD. Aber handle trotzdem den CFD hier. Und das sind entsprechend die Balken. Da sieht man ja halt auch natürlich halt hier das Orderbuch. Und was momentan für meine Begriffe aber nicht wirklich was aussagt, weil es halt natürlich immer nur Limit Orders sind und man nicht so wirklich erkennt, was denn da halt passiert, weil ein Limit allein bewegt den Markt halt noch nicht. Ne? Nur Das als ist. kleine Ergänzung, weil da auch das auch immer gefragt wird, die Futures können nur mit dem MetaTrader 5 gehandelt werden, also auch nicht MetaTrader 4. Genau. Das ist natürlich auch mit der Grund, warum ich hier mittlerweile nur noch auf dem MT5 unterwegs bin. Auch wenn ich den MT4 eigentlich lieber mag. Aber das sind halt dann solche Features, die dann eben tatsächlich nur damit möglich sind. Und hier sieht man jetzt, man sieht es immer noch, ne? Hier oben war halt das letzte Ding, wo es halt mit bisschen Volumen runterkam. Auch wenn wir jetzt hier nur über zwei, drei Punkte reden, ja. Aber das ist halt leider die Wohler, die wir haben. Und da will er halt nicht wirklich drüber. Ne? Aber schöner wäre natürlich jetzt, und dann würde, dann, da finde ich das Orderbuch halt immer sehr hilfreich, wenn man halt so eine Abwärtsbewegung halt hat, wenn dann drüber halt entsprechend eine Limit Short Order halt ist und die halt nicht kleiner wird. Ne? Und das ist natürlich dann halt, daran kann man oft dann eben auch sehen, leider machen es nicht alle Händler so, aber manche Händler machen so. Und halten halt die Limits dann halt drüber und drücken dann halt entsprechend scheinbar mit Markets dann die ganze Geschichte dann halt nach unten. Und erst wenn die Limit dann halt weg ist, und dann sollte man dann vorsichtig werden. Das habe ich im DAO irgendwann mal
in irgendeinem Live-Trading oder ich weiß nicht, ob es Live-Trading war oder nur in der Gruppe auch mal halt irgendwie zeigen können. Das war halt echt total einfach da. Was es ja auch mal sein darf, es muss ja nicht immer furchtbar, furchtbar schwierig und kompliziert sein. So, und hier sieht man jetzt halt, ne? Da laufen wir jetzt hin. Mal gucken, ob die Geschichte jetzt halt auch echt ist. Und da ist natürlich halt der MT5 und der Futures schon sehr hilfreich. So, weg ist sie. Wohin auch immer, kann jetzt fake gewesen sein oder halt auch nicht. Aber jetzt sind wir halt hier wieder komplett ausgeglichen an der Stelle. Und das wäre natürlich die Stelle, da muss man natürlich sagen, klar, da macht natürlich dann der Footprint wiederum halt Sinn. Da sieht man, ob die geschluckt worden sind oder ob die einfach nur aufgelöst wurden. Ne? Keine Frage. Aber das heißt ja nicht, dass das im Stereo Trader nicht auch kommen wird. Wobei das natürlich jetzt nicht unbedingt der Hauptansatz vom Stereo Trader halt ist. Aber wir wollen uns ja auch gewissen Trends nicht verschließen. Na, was man natürlich dazu sagen muss, hier, also hier haben wir den Bid und den Ask. Das kann natürlich auch mal einen Tick abweichen. Das ist ganz klar. Das liegt aber einfach nur daran, weil hier muss ja umgerechnet werden von dem Future auf den CFD. Und deswegen haben wir natürlich auch schon mal ein bisschen Abweichung. Das heißt, nur weil der Bid und Ask im Future dort ist, muss er nicht beim CFD in der gleichen Sekunde auch da sein. Ja, es kann sich dann halt mal irgendwie um auch eine Sekunde oder so verzögern. Und deswegen schwankt das halt hier mal ein bisschen. Beziehungsweise deswegen bewegt sich auch das Orderbuch um einen Tick rauf und runter auch schon mal. Nicht immer, aber manchmal. Das liegt eben an der Umrechnung. So, hier schreien schon einige jetzt long. Kann sein. Was macht der M15? Das habe ich natürlich vor lauter Gefasel. Da geht schon noch ein Stück, ne? Da geht schon noch ein Stück. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Ding hier vorhin echt war, ob die wirklich gekauft worden sind. Sieht nicht wirklich so aus. Und wir schweben immer noch. Ich zeichne das hier mal ein, damit man es ein bisschen besser sieht. Ja, super. So, mit Linien malen ist nicht. Also hier. Das ist das Level, wo vorhin halt der Verkäufer aktiv war und wo er halt hier immer wieder runtergedrückt hat. Wo ich gerade noch gesagt habe, auch wenn es nur zwei, drei Punkte sind, aber das will ich im Auge behalten. Und auch nicht, wenn es direkt drüber geht, direkt long. Es sei denn, es rennt einfach weiter, dann kann man sich da den Backtest holen und vielleicht reingehen. Aber würde mich jetzt nicht wundern, wenn einmal kurz drüber. Und dann doch wieder ein neues Tief macht. Mal gucken. Aber das ist halt auf jeden Fall jetzt erstmal halt hier im ganz kleinen für mich das entscheidende Level. Und da halt mal sehen, ob der fertig ist. Und wenn nicht, dann kriegen wir jetzt halt hier noch einen Spike nach unten. Und wenn da nichts mehr kommt, dann kann man halt mal überlegen, das Ding auf Long zu drehen. Ja, ich weiß, wir haben natürlich hier im Stundenchart, beziehungsweise in der Stundenbetrachtung hier den Pivot, den S2, ich weiß. Ich habe ihn ja auch deswegen eingezeichnet, um es nicht zu übersehen. Aber ich meine, auf der anderen Seite mal ehrlich, was haben wir hier für Strecken, ne? Wir sind gerade hier mal 10 Punkte von der Eröffnung weg. Das ist halt echt ein Gag, ne? Alter. So. Da sind wir durch, zumindest mal im M1. Ich finde es halt einfach, um hier wirklich einen Trade zu kriegen, der halt über ein paar Stunden hält. Ne? Ich habe mir irgendwann auch mal angewöhnt, wo ich dann halt irgendwie auch zum Beispiel im DAO halt irgendwie nach Dips gesucht habe. Irgendwie gesagt, so immer wieder gesagt, denk größer, ja, und denk tiefer oder denk höher, aber nicht irgendwie das Erstbeste, ne? Weil nochmal, wir haben halt hier eine Strecke jetzt gerade von irgendwie ein bisschen mehr als 10 Punkte sind das hier nur,
die aber von der Eröffnung weg sind. Und wenn ich eine Position haben will, die ich laufen lassen kann, dann brauche ich da halt einfach auch Abstand. Und ich glaube irgendwie noch nicht dran, dass die Jungs und Mädels da in Frankfurt sagen, oh, jetzt sind wir 10 Punkte tiefer, ja toll, jetzt machen wir hier die fette Kiste auf und schießen das Ding auf 12.400. Sondern ich versuche mich dann auch so ein bisschen da rein zu versetzen. Und an deren Stelle würde ich gut finden, zum Beispiel würde ich sagen, ja, hier unten, das ist doch mal, guck mal hier, im Stundenchart. Da war doch was los, da oben, ja, alles gut und schön, aber hier unten finde ich gut, wenn wir da nochmal kaufen könnten. So mal ganz platt dahingesagt, ja. Das sind zwar auch nur irgendwie 70, 80 Punkte, mehr ist das ja gar nicht, ne? Aber immerhin, ja, das ist ein anderes Level als jetzt hier 10 Punkte unter der, ich wollte gerade sagen, fucking Eröffnung. Das ist halt so, ja. Und das ist das, was wir sehen, ja. Und wenn man da sich die Perspektive verstellt oder halt, wie ich es ja gerade vorhin auch geschafft habe, dann irgendwie wegen 9 Punkte da halt nachdenke, das liegt nur daran, weil wir gestern keine Wohler haben. Und sobald da jemand mit einer normalen Position kommt und mal eine richtige Order da reinstellt, rauscht das Ding aber auch ganz schnell mal 50 Punkte in die eine oder andere Richtung. Und nicht dieses Geschrabbel hier mit 3, 4 Punkten rauf und runter. Und deswegen bin ich da an der Stelle nicht wirklich ein Fan davon, jetzt hier irgendwie da schon was aufzumachen, beziehungsweise da zu sagen, ja, hier laufen wir hin und dann gehen wir wieder hoch. Das gefällt mir einfach nicht. Und man sollte ja auch irgendwo halt ein bisschen Gefühl oder ein gutes Gefühl mit dem Trade haben. Und das habe ich hier einfach nicht. Ja. Also, so leid es mir tut, auch wenn das hier jetzt keinen Live-Trade gibt in dem Webinar, dann ich kann es nicht ändern. Aber auf Biegen und Brechen will ich das hier nicht machen. Auf keinen Fall. So. Na, hier sind wir schon wieder drunter, sieht man es schon wieder, ne? Im M1. Einmal kurz drüber, das, was ich vorhin meinte, ne? Drüber gucken, dann papp, wieder runter. Und hier wieder genau drin. Das ist nicht fertig. Das ist noch nicht fertig. Und da fehlt halt auch in der, was ja auch oft typisch ist in so einer Korrekturbewegung, so ein richtiger Abschluss, ja, so eine Kerze, die einfach länger ist als die anderen und dann halt unten dann halt eine ordentliche Lunte halt hinstellt. Und daran sieht man dann, okay, oder es ist ein Indiz dafür, man sagen kann, ja gut, hier ist Short aufgelöst worden, ja, ruckartig dann. Also einmal nochmal rein und dann den Rest raus und dann fertig. Und das fehlt hier halt auch. Ja, wie gesagt, ich könnte natürlich, ich weiß es, hier auch Short gehen, weil ich ja auch sage, der ist noch nicht fertig. Aber ich will nicht hier scalpen und nur ein paar Punkte da halt mitnehmen. Wer es aber machen möchte, klar, natürlich. Also der hat ja dann hier von mir gerade eigentlich eher so die Bestätigung dafür, dass die Entscheidung nicht die schlechteste ist. Das ist ja auch zum Beispiel halt auch, was der Michael Vogt auch zum Beispiel halt auch in seinem Buch, das große Buch der Markttechnik halt ja auch beschreibt, und damit hat er sicherlich auch recht. Man muss sich versuchen, in die anderen Marktteilnehmer hineinzuversetzen. Nicht in die, die schon drin sind, sondern in die, die halt noch nicht positioniert sind. Worauf warten die? Was wollen die? Was wollen die machen? Und wo werden die aktiv? Und das halt hier noch nicht wirklich, was los ist, das sieht man ja halt auch. An der Wohler. Und was haben wir hier an Kontrakten? 5.000 heute. Das ist halt ein Gag, ne? Also, das ist halt ein Nichts. Und daran sieht man, hier sind nur kleine Fische unterwegs gerade. Und kein großer. Bestenfalls dann halt hier um die kleinen Fische in eine gewisse Richtung halt zu schleusen. Aber wirklich aktiv positioniert nicht. So, jetzt sind wir hier an der 1,
8,9, damit wohl auch am EMA, richtig? Ja, ganz genau. So, und jetzt haben wir hier eine Reaktion aus dem Grund, den ich vorhin meinte. Ja, aber nicht, weil da der EMA ist, sondern vielleicht auch, weil da der EMA ist, aber weil der EMA genau auf diesem Level ist, nämlich über dem von gestern. So, wer hat vorhin geschrieben, ich soll long gehen? Ich sage jetzt mal keine Namen. Jetzt weißt du, warum ich es nicht gemacht habe. Erstmal fertig machen lassen. So, und was man halt. Der Thorsten ist auch da. Guck mal, wie schön. Ja, schön. Siehst du. Jetzt fühlt der Thorsten sich auch wohler, wenn ich dann auch sage, der ist noch nicht fertig, der geht noch weiter runter. Sehr schön. Zack, da haben wir es doch auch. Ne? Hier, jetzt kommt ein bisschen Bums hier rein. So. Und jetzt muss man halt mal gucken, war es da, obwohl, das ist jetzt halt zumindest mal eine vernünftige Länge gegenüber den anderen. Also vernünftig ist die immer noch nicht. Das sind auch nur irgendwie 4 Punkte. Ist halt alles noch ein Nichts. So, da kann man jetzt natürlich ganz wild spekulieren und sagen, na, ist nur Phishing, gehen kurz unter die Tiefs von gestern drunter. Kann sein. Aber halte ich für sehr vermessen, das so zu machen. Ich würde tatsächlich versuchen eher, auch wenn es jetzt zeitlich nicht mehr schön ist, ja, weil versuchen natürlich eine Bewegungsfortsetzung immer zu kriegen. Und das heißt, wenn ich halt long will, versuche ich natürlich an einer Long-Kerze anzuschließen, beziehungsweise natürlich dann, also im Stundenchart, entsprechend halt an einer bullischen Kerze anzuknüpfen oder die fortzusetzen. Das Problem ist jetzt natürlich, wir haben 20 vor 10 und um die Geschichte hier auf Long zu drehen, müsste natürlich halt hier die Stundenkerze halt auch entsprechend hoch schon wieder schließen. Da habe ich gleich zwei Probleme. A, mir reicht das Level hier nicht wirklich, um oben rauszulaufen. Und B, wenn der jetzt runterkommt auf die 163 oder 152, da unten in diesem Bereich, auf das Cluster, dann habe ich natürlich das andere Problem, dass ich halt es nicht mehr schaffen werde, zeitlich oder der Markt es höchstwahrscheinlich nicht mehr schafft, das ganze Bild nach Long zu drehen. Das heißt, dann kriegen wir eher halt jene Verzögerung, also beziehungsweise dann laufen wir eher in den 4-Stunden-Chart halt rein. Das ist halt so ein bisschen das, was halt hier mit reinspielt. Das heißt, hier muss ich möglicherweise dann gleich umdenken. Wenn wir also so jetzt halt schließen, hier irgendwo unter diesem Level, und dann würde ich da, egal ob der jetzt über der 187 oder drunter schließt, das wäre mir ehrlich gesagt mal herzlich egal, dann würde ich aber eher versuchen, dann halt irgendwo darüber halt short zu gehen. Und beziehungsweise im Rücklauf dann halt zu shorten, bis die Bewegung dann halt wirklich auch abgeschlossen ist, weil hier ist die ja dann vermutlich auch nicht abgeschlossen, wenn wir halt so enden. Und aber dann haben wir zumindest mal halt hier ein bisschen deutlichere Richtung. So, ich mache mir gerade so ein bisschen Gedanken. Mal gucken mal, Gold, das habe ich hier die ganze Zeit auch auf dem Schirm so nebenbei. Das war heute schon mal mehr im Plus. Aber oder wo bin ich denn hier? Moment. Ja, Gold wehrt sich gerade so ein bisschen nach oben. Kann ich übrigens auch mal kurz zeigen, vielleicht ganz interessant. Wer war denn, oder ich hoffe mal, hier sind einige dabei, die bei den NFPs dabei gewesen sind. So, jetzt das zeige ich nämlich mal schnell. Und da habe ich halt Gold als allererstes gemacht. Und habe aber dann leider, wie so oft, jetzt hier mal ein paar Sachen ausblenden, wenn ich hier umswitche. So, ist immer wieder da. Das hat sich übrigens sehr schön fortgesetzt. Also hier oben war das war eigentlich mein Entry für die NFPs. Den hat er original hier um ein Nichts verpasst. Das war die Linie, die ich am Freitag eingezeichnet habe, wo ich gesagt habe, hier, das ist halt das letzte Cluster. Oben drüber war halt der EMA 200. Allerdings im M30, der war noch ein paar Punkte höher.
Aber da so wollte ich halt rein. So, leider verpennt. Selbst den Rücklauf an die Linie verpennt. Jetzt bin ich aber gestern dann halt mal rein hier im nächsten Anlauf auf das Low. Und da stehen wir jetzt halt. Ne? Also das halt, das war ja halt die Idee, den halt mal möglichst 4 Wochen lang halt zu halten. Gold und halt mal zumindest mal versuchen, da unten auf die 418 zu kommen. Ob das jetzt gelingt, weiß ich natürlich nicht. Und bin natürlich jetzt halt hier auch spät rein. Kann auch sein, dass ich hier wieder rausfliege. Aber das ist generell so die Geschichte, wie sich das entwickelt hat. Und jetzt hier gerade mal innerhalb von 2 Tagen. Ich glaube, das ist halt schon nett. Also wer das gemacht hat, der dürfte sich gerade ziemlich freuen. Und aber wie gesagt, ich versuche das Ding halt halt mit nach unten zu verfolgen. Und ob das mit dem Stop jetzt hier schon gelingt, weiß ich nicht. Richtig wäre es, weil wir hier halt auch natürlich im Gold die letzten Supports halt haben an der Stelle. Und da natürlich dann entsprechend halt das Ganze hier halt auch nochmal reagieren kann. Es wäre dann nochmal irgendwie knapp über der 500 und da kann es dann entsprechend halt auch nochmal runtergehen. Wäre auch markttechnisch okay, ne? Weil wir hier halt natürlich auch eine Abwärtswelle haben, da eine kleine hoch, hier, papp, kann funktionieren. Und aber wie gesagt, kleine Position, lasse ich mal drin. Aber wer das halt irgendwie gemacht hat mit einer vernünftigen Position, der darf sich auf jeden Fall darüber freuen. Das ist ja schon natürlich auch eine Strecke, die wir hier halt haben. Gut, so, das will ich mal eben kurz auch mal zeigen. Hoppla. So, was soll, schreibt, ich soll den Long-Einstieg nicht verpassen. Es gibt hier keinen Long-Einstieg für mich. Lieber Jens, ich sehe es nicht. Auch vom Timing her, ich sehe es nicht hier. Kein Long. Noch nicht. Auch der Dow ist schon unter dem Tief von dem Dip gestern, was ja auch nicht gereicht hat, um ein neues Hoch zu machen. Deswegen hier kein Long für mich in Sicht. Short verpasst. Für Long zu früh. Passiert. So, ich hoffe nur, dass dann jetzt nicht irgendwie irgendjemand oben long gegangen ist, nur weil da der S2 ist vom Stundenpivot und jetzt hofft, dass das Ding nochmal zurückkommt. Sowas sollte man echt nicht machen. Wenn man sowas halt in Kombination setzen kann mit was anderem noch, alles gut und schön, aber halt rein, nur weil da jetzt zum Beispiel ein S2 ist, ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich hoffe mal andersrum. Ich hoffe, es sind alle Short, die hier dabei waren und haben gesagt um 9 Uhr, boah, ist der Hilger doof. Der verpennt den Short. Das wäre mir natürlich am allerliebsten. So, also, ich werde hier wahrscheinlich, also wir können jetzt mal noch 10 Minuten durchhalten. Und ich würde schon die Reaktion natürlich hier unten, wenn wir jetzt halt hier schnell hinkommen, ja, die würde ich natürlich dann schon handeln. Dann haben wir hier ja auch die Linie schon drin. Also 163, 165, wenn das fix kommt, ja. Es muss aber dann wirklich halt darunter rauschen. Dann kriegen wir da halt auch höchstwahrscheinlich eine Reaktion. Nur weil er jetzt da unten nicht so hin schleicht, dann weiß ich nicht. So, was ist hier mit der Skalierung los? Aber hier hat ja, das habe ich auf, Entschuldigung, vorhin ja auch gezeigt. Cluster hier an der Stelle, generell halt die Eröffnung von gestern, Support an der Stelle. Das kann schon funktionieren. Vielleicht sogar eher bei der 152. Also hier über dem Punkt hier als jetzt hier direkt auf der 163. Des Kosho passe. So, ja, der Micha sagt, hab long geskypt, war aber ein Krampf, ja.
Das ist aber das Ding, ne? Also auch ohne Orderbuch. Also ich meine, ich kann es natürlich nur empfehlen. Schnappt euch halt den MT5 und holt euch den Future halt dazu. Egal, ob jetzt den Future handelt oder den CFD. Aber hilft halt schon, beziehungsweise halt eben auf solche Geschichten dann auch zu achten. Wenn man dann hier oben sieht, dann macht es klack, 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 klack. Nicht davon ausgehen, dass der Feierabend hat um 9:30 Uhr. Sondern lieber genau hingucken, was passiert mit dem verkauften Level tatsächlich. So, jetzt haben wir hier nochmal Reaktion. Wir sind immer noch hier im M15, den kann ich ja einfach mal einschalten. Das wäre auch eine Idee, ne? So, das ist der M15 im Hintergrund. Und da haben wir jetzt halt die Reaktion auch an der am EMA. Aber wie gesagt, es könnte Stop Phishing sein, ja, aber mir reicht das Level trotzdem. Trotzdem nicht. Nicht, um da wirklich weit zu kommen. Und sowas halt auch, ne? Auch wenn wir jetzt hier irgendwie, boah, das sieht natürlich brutal long aus, ja. Muss nur mal einer irgendwie ein paar Kontrakte aufgelöst haben von der Short-Position und dann kriegen wir das halt auch. Das ist aber noch nicht unbedingt jetzt gleich long. Und was halt auch im Scalping halt ja auch immer wieder gut funktioniert, das ist, wenn man halt eine größere Zeit ein hat und nimmt sich da einfach die Eröffnung davon und scalpt die nochmal in die Richtung, wo es dann halt auch schon mal war. Das heißt, also hier wäre dann eigentlich eher schon wieder Short angesagt. Ich würde jetzt nur trotzdem wegen der Uhrzeit jetzt hier nichts machen, weil jetzt die Stunde vorbei ist und da gehe ich nicht unbedingt an die 15-Minuten-Kerze ran, sondern würde dann eher die Stunde abwarten, würde mir die dann schnappen. Also das, was ich ja vorhin gesagt habe, wenn die Kerze hier unten irgendwo in dem Feld halt schließt, dann würde ich danach eher Short irgendwo entlang der Stundenkerze dann halt irgendwie suchen und nicht long. So, also, wenn du mit dem Erreichen deines Long-Einstiegs rechnest, wieso gehst du da dahin nicht short? Ja, gute Frage. Also, wenn ich mit dem Erreichen meines Long-Einstiegs rechne, wieso gehe ich nicht short? Das heißt, ich rechne damit, ja, aber ich rechne jetzt. Das heißt ja nicht, dass es jetzt passieren muss. Wir können genauso gut nochmal irgendwie zur Eröffnung zurücklaufen. Und das ist ja halt immer eine Frage vom zeitlichen Horizont. Also das ist natürlich immer auch super gefährlich. Ich habe natürlich so einen Quatsch halt auch schon gemacht, wo ich dachte so, ah, da geht ja eh dahin. Da kann ich auch bis dahin genau so rumhandeln. Dann kommt der Markt ja mal auf die Idee, mal noch 100 Punkte in die andere Richtung zu korrigieren und dann halt irgendwie 2 Tage später dahin zu laufen. Und das ist halt nein. Also, und es ist ja, sollte auch immer ein Wenn-Dann sein. Ich sage ja, wenn der da schnell hinkommt, ja, und dann gehe ich ja da long, habe ich ja vorhin gesagt. Und ich rechne auch, dass der da hinkommt. Aber trotzdem, ich weiß nicht wann. Und was ich ja auch gesagt habe, das deckt sich ja, schätze ich mal auch, dass ich sage, okay, ich warte jetzt die Stundenkerze ab, weil wir jetzt halt hier in den letzten paar Minuten da sind. Und wenn die dann so endet, dann klar, dann gehe ich short, aber dann versuche ich mir einen Rücklauf in die Stundenkerze dann halt lieber da halt irgendwo aufzumachen. Als jetzt hier an dem Level, wo wir jetzt gerade hier am Tief sind und natürlich halt auch hier an dem Dip von gestern, da kann es natürlich auch sein, klar, dass dann jetzt erstmal wieder ein paar aufgelöst werden und oder es halt ein paar ganz spezielle Freunde auf die Idee kommen, sagen, so, jetzt haben wir hier die Stops gefischt, jetzt ballern wir hier unsere Longs rein. Weiß ich nicht, ne? Also, ich weiß nur, die entschließen sich alle immer kurz vor Stundenende, irgendwie ihre wilden Ideen in die Tat umzusetzen. Und die warte ich lieber mal ab. Es sei denn, ich bin halt jetzt ohnehin schon richtig positioniert. Wo kann man diesen X-Frame finden? Den muss man installieren über den Installation Manager. Lieber Thomas, einfach Installation Manager aufmachen, dann guckst du danach. Ich weiß nicht, ob er X-Frame da drin heißt oder ob er B-Box heißt, aber auf jeden Fall ist der da drin. Also X-Frame oder B-Box im Installation Manager. Dort kannst du den installieren.
Und der findet sich nachher halt hier im, hier SteoTrader Indikatoren, Indicators, X-Frame. So, ne, das meine ich. Normalerweise wäre das jetzt hier schon wieder ein Short. Das wäre eigentlich ein Short Entry an der Stelle. Aber wie gesagt, ich mache es jetzt nur nicht, weil wir 5 Minuten vor Schluss sind. Kann aber sein, dass das reicht, um jetzt halt nach unten wegzudrücken, die Geschichte. Kann sein. Um Viertel vor, also beziehungsweise 20 vor oder 5 vor halb hätte ich da keine Schmerzen mit. Aber vor Stundenende muss nicht sein. Was man jetzt hier vor allen Dingen halt auch sieht, da, das ist ein möglicher Käufer, der den Markt halt nach oben drückt. Kann sein, ja. Und solange die Order nicht kleiner wird und der Markt weiter steigt, sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Man sieht, die wird halt immer wieder nachgeladen. Und die ragt halt so ein bisschen, ist halt nur mal größer als die anderen. Aber sowas kann man dann schon mal im Auge behalten. Also im Installationsmanager heißt das X-Ray. Ah, okay. Ja, versucht jetzt natürlich halt hier die Stundenkerze auf Long zu drehen. Ich glaube zwar nicht, dass das gelingt noch, aber dann haben wir wahrscheinlich erst wieder ein bisschen seitwärts nochmal. So ein paar Stunden. Kennen wir ja schon, ne? So, wir überziehen jetzt mal hier ein paar Minuten und dann würde ich halt schon irgendwie mal gucken. Hier einen Short zu finden. So, jetzt sind wir hier wieder an dem Level von dem Verkäufer eben. Guck, was er dazu zu sagen hat. Und vor allen Dingen sind wir wieder in der VA, also in der Value Area von heute. Ja, der war noch nicht so einverstanden damit bis jetzt. Der war da nicht so wirklich d'accord mit diesem, ich gehe mal long da oben hin. So, ich muss hier gerade mal auf dem anderen Schirm was machen. Aber wahrscheinlich hört man das Klicken sowieso nicht. Okay, so noch 1 Minute. Mal gucken, ob wir die erwischt kriegen jetzt hier noch. Also, long wird die eher nicht mehr, ne? Ich will dem jetzt trotzdem nicht vorgreifen, sondern eher versuchen oder eher mal so drauf bauen, dass der Verkäufer hier noch da ist und dass der sich nochmal meldet, sobald wir hier oben drüber gehen. Auch wenn das Ding jetzt hier noch drin ist, aber die ist auch weit weg jetzt mittlerweile, ne? Das ist also nicht. Scheint jetzt nicht unbedingt zusammenzuhängen. Gut, hat sich eh gerade Luft aufgelöst, die Order. Aber die muss dann natürlich, wenn der Markt in eine Richtung schieben soll, schon ein bisschen näher dran kleben am aktuellen Ask.
Was heißt das für dich, wenn wir wieder in der VA sind, nicht in der VAH, sondern in der VA? Ja, das heißt einfach nur, dass wir halt nochmal eine stärkere Tendenz haben, da seitwärts zu laufen und halt natürlich auch nochmal die Oberseite anzulaufen. Aber bis jetzt ist ja nicht der Fall. So, das ist jetzt die. So, jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Die Stunde ist um. Wir haben hier, so, das müssen wir schnell sein. Wir haben hier die letzten. Ja, komm her. Supports hier oben über der 200. Dort haben wir auch den EMA 200. So, dann packen wir uns da mal hin. Also nicht wir uns, sondern ich mich. Und gehen da mal davon aus, dass das reicht, um nochmal das Tagestief anzulaufen. So, das muss jetzt auch nicht unbedingt mit einem Stop-Loss von 10 Punkten reichen. Der gehört natürlich richtigerweise über das hoch. Aber das sind ja auch nur irgendwie 20 Punkte, mehr ist das ja nicht. Aber das wäre jetzt zumindest mal eine Bewegung, die ich ziemlich gut finden würde. Oder einmal da oben reinlaufen. Muss auch hier nicht kommen. Aber schon möglich. Na, und dann haben wir halt hier, dann hätte ich zumindest mal genau das, was ich ja vorhin. Wovon ich hier die ganze Zeit rede. Wir schließen hier einfach die Stundenkerze unter diesen Levels irgendwo hier im Mittelfeld, in einem Bereich, den ich nicht für gut genug halte, für wirklich long. Und gehe davon aus, dass wir da unten hinlaufen. Also suche ich mir hier oben jetzt erstmal Short. Ja. Möglichst halt am liebsten ist, wäre mir natürlich, aber das sind wir ja eigentlich fast, wenn wir hier, wo nahe der Eröffnung dann halt nochmal sind. So, natürlich auf dem Point of Control, genau hier leider an der Kassaeröffnung, also da, wo heute das meiste Volumen war. Aber das passt ja schon soweit, ne? Das heißt, ich brauche nur so ein bisschen Rücklauf da rein und hier in dieses Minenfeld oder hier an dieser Ports und das reicht. Gucken, es kann jetzt natürlich ein bisschen dauern, ne? Ich meine. Okay, auch wenn es jetzt nicht in der ersten Minute oder in den ersten fünf gelingt, wobei ich eigentlich immer schon ein Freund davon bin, wenn es halt innerhalb der ersten fünf oder der ersten 5 Minuten Kerze halt gefüllt wird, wenn die Stunde um ist in der Richtung, weil die nämlich meistens ganz schnell dann auch nochmal umgedreht wird. Ja, aber kann jetzt hier leider noch ein paar Minuten dauern, aber ne, das wäre auf jeden Fall jetzt mein Ansatz. Ich hoffe, ich habe es ja nicht schon wieder verpasst hier. Kann natürlich sein. Aber glaube ich eigentlich nicht. Er hat ja natürlich den ganzen Tag Zeit im Zweifelsfalle, ne? Oder zumindest mal bis heute Nachmittag, um da halt seine Punkte darunter zu laufen. Aber gut, wir müssen es jetzt auch nicht unbedingt abwarten. Also in der Zeit, wo ich mich jetzt hier gleich verabschiede, haben wir sowieso dann irgendwie 5 Minuten nach. Man kann es ja mal im Auge behalten, beziehungsweise ich werde es ja dann auch, wenn es gefüllt werden sollte, ohnehin dann halt danach nochmal posten. Aber das wäre auf jeden Fall jetzt so mein Ansatz, wie es jetzt weitergeht. Okay, gut, also. Leider keinen Trade heute, aber trotzdem, ich glaube, alles Gesagte hat ja soweit auch gepasst. Und vielleicht konnte ja, ja, Thorsten, wer zu spät kommt, abwarten. Vielleicht hat er auch das, dem einen oder anderen hier ein bisschen helfen können bei seiner Herangehensweise. Und auch wenn es nur zur Verunsicherung gedient hat und dann nachher zur Vermeidung von Verlusten, dann war es ja auch schon für was gut. Gut, okay, also dann bedanke ich mich an der Stelle mal ganz herzlich fürs Dabeisein. Also wie gesagt, ein bisschen schade hier, aber so ist es halt. Und nichts kaputt gemacht, ist auch Geld verdient. Und von daher, in diesem Sinne, passt auf euch auf. Habt ihr bei der Nelson, hat das letzte Wort. Und tja,
Ich freue mich einfach mal bis aufs nächste Mal, beziehungsweise er hat es ja schon gesagt, nächste Woche ist Zero Trader Day. Wir haben tatsächlich noch ein paar wenige Plätze frei. Wer also kommen möchte, ich freue mich natürlich und beziehungsweise wir freuen uns natürlich darauf und ist ja auch vielleicht eine nette Gelegenheit, sich mal kennenzulernen. Also vielleicht bis dahin oder ansonsten hier bis zum nächsten Webinar. Herzlichen Dank, Nelson, du darfst den Abschied machen. Ja, wenigstens hier habe ich das letzte Wort. Freue ich mich natürlich. Und wir bedanken uns. Ich sage einfach mal wir, weil auch die Feedbacks in den Chat reinkommen. Wir bedanken uns bei dir, lieber Dirk, für das Webinar heute, dass du so einen Markt super kommentiert hast und deine Herangehensweise auch erklärt hast. Ich habe mir aufgeschrieben, Footprint für SteelTrader kommt in 3 Wochen. Sehr schön. Und ansonsten möchte Genau. ich mich. Bitte? Genau. Dreieinhalb. 3,5, okay, gut. Das geht auch noch. Dreieinhalb. Nicht drei Zweieinhalb, Wochen. ja, Ja, ey, ist klar. immer Was sagst du besser. denn? Sehr gut. Also, Footprint in 2,5 Wochen. Sehr schön. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei allen Teilnehmern. Ich bedanke mich bei Thorsten, der vorbeigeschaut hat. Hallo, lieber Fußballlehrer, und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen und noch einen schönen Tag heute. Würde mich freuen, wie gesagt, wenn Sie vielleicht nächste Woche live dabei sind in Köln, und ansonsten gerne bis zum nächsten Webinar, und ja, noch eine erfolgreiche Woche. Bis dahin, Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Also, bis dann. Tschüss zusammen.